Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu deiner neuen Folge. Ich bin Simona und ich bin die Gastgeberin hier in diesem Podcast und wir wagen uns heute an ein spannendes Thema, so finde ich, und ich finde auch, dass das ein Thema ist, das ein bisschen schwer zu greifen ist. Das Thema, das ist uns ganz, ganz oft auch wirklich unbewusst und wir alle kennen die Situation. Zum Beispiel jetzt gerade. Welche Erwartungen hast du eigentlich jetzt an diese Podcast-Folge, an diese Episode, überhaupt an den Podcast Beziehungshelden, an mich, an meinen Gast? Es geht um Erwartungen und es geht um Enttäuschungen. Und mein Gesprächspartner ist heute die Conny Arnold. Sie gehört zum Leitungsteam von Team F. Sie hat unzählige Team F-Seminare gehalten. Und ihr Herz schlägt für Menschen und Beziehungen. So, und jetzt hoffe ich, dass du mit dieser Episode nicht enttäuscht wirst. Hallo und herzlich willkommen beim Team F Podcast Beziehungshelden. Hier inspirieren wir dich, wie du deine Beziehungen noch mehr genießen, heilen und leben kannst. Wir wünschen dir viel Spaß dabei. Hallo, liebe Conny, so schön, dass du da bist. Ich freue mich immer wieder, mit dir so ins Gespräch zu gehen. Ja, mir macht es auch Spaß. Genau. Du hast mir eine Nachricht geschickt, einfach so mal zwischendurch, und darin konnte man lesen, unsere Erwartungen werden oft nur enttäuscht, weil wir erwarten, dass wir enttäuscht werden. So, und dann stand da drunter dein Text. So, auch darüber können wir doch mal eine Podcast-Folge machen. Ich möchte nämlich mit diesem Unfug mal aufräumen und dem auf die Spur kommen. Und da habe ich sofort ja gesagt. Genau, also diese Aussage, die hat mich total also angesprochen, weil ich finde, es ist wirklich tatsächlich so, dass wir oftmals in diese Negativrichtung tendieren und irgendwas erwarten, was uns enttäuscht. Und das ist doch ganz verrückt. Warum machen wir so einen Blödsinn? Ja, und aber es ist einfach so. Es ist so, wir werden oft deswegen auch gerade enttäuscht, weil wir eben negative Erwartungen haben. Und das ist verrückt, man. Also wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, sozusagen. So ein bisschen fühlt sich das an. Genau. Glaubst du, dass Erwartungen sowas wie Festlegungen auch sein können oder man sagt auch Glaubenssätze, die vielleicht auch mit Ängsten zu tun haben können? Ja. Also ich denke, auf jeden Fall hat es was damit zu tun. Und also das sind auf jeden Fall richtig krasse Dinge, die in uns im Laufe des Lebens sozusagen sich wie, ja, wie Müll ansammeln, so ein bisschen, kann würde ich fast sagen, ja, dass wir einen Haufen Sachen filtern und dann das sich so ein bisschen ablagert und dann Erwartungshaltungen oder Festlegungen entstehen, die, von denen sind wir fast nicht wegzubringen. Ja. Und jeder hat irgendwie ganz große Angst davor, enttäuscht zu werden. Also diese Angst vor Enttäuschung ist so irgendwas ganz Zentrales, so ein zentrales Gefühl. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Und ich glaube, wir haben als Kinder unheimlich viel Hoffnung und aber auch gleichzeitig so dieses Gefühl, hoffentlich wird das nicht enttäuscht. Wir haben irgendwie da ein Riesenrepertoire an Gefühlen, die da so wie so Seismografen umher schwirren und warten, wie sich die Dinge entwickeln. Und was ich glaube, ist, dass wir vor allem keinen Schmerz haben wollen. Wir wollen keinen Schmerz spüren. Also irgendwie so Schmerz oder Angst vor Schmerz, das ist so ein bisschen, das steckt so dahinter. Und das scheuen wir uns wirklich extrem davor. Ja, ist ja auch ein Grundbedürfnis, ne? Freiheit von Schmerz. Genau, ja, total spannend. Oder wiederholt enttäuscht zu werden, das ist sowas wie, oh nein, eine Endlosschlaufe von demselben. Das ist grausam und davor scheuen wir zurück. Ja, genau. Ja, total interessant, was du da sagst. Und da stellt sich mir so die Frage, enttäuschen wir uns dann selber oder werden wir enttäuscht? Oder beides? Beides. Beides.
Ja, wobei ich glaube, dass wir mit uns selbst, also wenn ich jetzt an mich denke, mit mir selbst gehe ich noch härter ins Gericht. Also wenn ich mich enttäusche durch eine negative Erwartungshaltung sozusagen, die ich an mich habe, perfekt sein zu wollen oder irgendwas, dann gehe ich noch härter mit mir ins Gericht als bei jemandem, der mich enttäuscht. Da sage ich, okay, das ist dem jetzt passiert. Also das könnte passieren, dass man da auch mit unterschiedlichen Maßen da auch misst. Ne? Ja, also ich hatte mal einen Arbeitskollegen, das war ein anerkannter Architekt, und dessen Mantra war, also ich habe auf keinen Fall Erwartungen, dann erlebe ich auch keine Enttäuschungen. Und er hatte aber schon einige erlebt. Und durch diese erlebten Enttäuschungen war er irgendwie total verbittert. Aber er hat immer gedacht, dass dieses Mantra ihm hilft, sozusagen, wenn er das vor sich her sagt, dass er dann nicht enttäuscht werden würde. Aber das hat leider nicht funktioniert. Meine Frage war jetzt, du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, wie das mit unserem inneren Kind zusammenhängt. Weil das ist ja ganz spannend, weil du hattest gesagt, dass das ja auch schon von früher her kommen kann, von bestimmten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dadurch entstehen Gedanken und Festlegungen. Und was passiert jetzt mit meinem inneren Kind? Genau. Könntest du da uns ein bisschen mit hineinnehmen? Also es ist ja wirklich so wie so ein kleiner Saboteur im Inneren, ja, der da sein Unwesen treibt. Diese negativen Erwartungshaltungen sind wie so Saboteure, würde ich mal so beschreiben. Und es kommt einfach daher, dass wir als Kinder eben wirklich hilflos sind und darauf angewiesen sind, sozusagen von Anfang an die Erwartung zu haben, bitte hilf mir, ja, und bitte erfülle meine Bedürfnisse. Und das ist so tief in uns drin, dass wir eigentlich nur Antennen dafür ausgebildet haben, wie können wir das bekommen, was wir brauchen. Und dieses kindliche Verhalten oder diese kindliche Abhängigkeit von den Eltern, ja, die lässt uns sozusagen alle Eindrücke sammeln, die dann darauf folgen. Also haben die sich wirklich um mich gekümmert? Haben die wirklich, war ich denen wichtig? Was ist bei mir angekommen? Und das ist ja wie so ein riesen Lexikon. Also alle Eindrücke werden gesammelt und das wird dann zusammengestellt zu einem Programm. Und das ist ganz normal, dass dann eben Eltern machen ja, wie gesagt, immer Fehler und sie enttäuschen und sie holen dich nicht rechtzeitig von der Schule ab oder sie machen irgendetwas, was irgendwie sich komisch für dich anfühlt. Und dann kommt's halt zu negativen Erwartungshaltungen. Also das wird sicher wieder passieren. Das habe ich schon mal erlebt. Und da sind wir alle sehr, sehr empfindsam. Und wenn was weh tut, erst besonders, also wie bei Krankheit oder bei irgendwelchen Dingen, wo man konfrontiert wird, das ist unangenehm. Und das merkt man sich so extrem, wie ein Elefantengedächtnis. Und dann ist halt noch, kommt noch ungünstig dazu, dass wir auf zum Beispiel Verletzungen oder Dinge, die uns nicht gefallen haben, eigentlich 4 bis 5 gute Erfahrungen bräuchten, um es wieder auszugleichen. Und das bekommt keiner von uns. Und so kann es halt dazu kommen, dass wir im Grunde genommen das Gefühl haben, wir werden nicht geliebt oder wir genügen nicht. Dieses Problem mit diesem, dass wir auf einen Tadel oder eine schlechte Erfahrung 4 bis 5 gute Sachen erleben müssten, normalerweise, und das keiner kriegt, das ist halt, das keiner erlebt, das ist halt wirklich so herausfordernd, weil dadurch unser Hirn die Signale bekommt, aha, das Negative bleibt mehr und stärker hängen. Und das ist genau das, was uns in diese negative Erwartungshaltung auch reindrückt, ne? Gibt ja so Künstler, die können da raus, aber es gibt auch ganz viele, die da nicht so einfach rauskommen. Und das ist, schwer. Wir erleben es ja jeden Tag, ne? Und dann, also ich, wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe, dann denkt man, okay, jetzt habe ich es unter Kontrolle, jetzt bin ich da auf die Schliche gekommen und habe das entlarvt. Ja. Und dann ploppt irgendwo was anderes auf, womit ich gar nicht gerechnet habe. Oder es ist ein anderer Mensch, der wieder irgendwas anderes triggert in mir. Ja. Und das können halt schon ziemlich harte Urteile auch sein. Das können halt auch schon wirklich deftige Sachen sein. Also wenn du beobachtet hast, ne, du wirst nicht geliebt, du wirst nicht so geliebt, wie du es brauchst,
dann ist für dich das eine Verallgemeinerung irgendwann. Ja, du wirst nicht geliebt oder ich werde nicht geliebt oder ich habe mich angestrengt, habe kein Lob bekommen, ich genüge nicht. Ja, und diese Erwartungshaltung von ich genüge nicht, die ist halt einfach krass. Ja, ich genüge dir nicht als Partner. Also das ist ja verheerend, ne? Wenn man sich das dann vorstellt, wie das sich dann ausprägt in der Partnerschaft. Oder jemand, der von seinen Eltern mitgekriegt hat, du bist anstrengend, der fühlt sich halt anstrengend, ob er das will oder nicht, ne? Und das ist schon eine krasse kindliche Angst oder eine Enttäuschung, die damit verbunden ist. Und die lässt einen dann sozusagen darauf warten, wieder enttäuscht zu werden. Wie eine Spinne, die im Netz auf ihr Opfer wartet, ja. Voll verrückt, eigentlich voll verrückt, ja. Das will keiner, aber jeder hat's quasi. Die kindliche Angst. Und die kindliche Angst, die ist auch jetzt nicht so richtig berechenbar für uns, weil die ist ja so diffus. Also die hat ja, wir vergessen ja auch wieder ein bisschen was und ein bisschen was Neues kommt dazu und dann vermischt sich das so komisch, ja. Und wir möchten das gerne loswerden durch positives Denken und alles, aber es hängt so drinnen, ja. Es hat sich reingefressen, ne? Ach, Wahnsinn. Das kann man ja direkt wirklich auch so wörtlich nehmen. Also was man über die Gehirnforschung ja weiß, ne, dass sich diese Synapsen ja tatsächlich bilden. Und das sind ja Nervenbahnen. Je öfter du etwas gehört hast, das sind ja nicht nur lose Trampelpfade, sondern wirkliche Autobahnen, die wirklich, wirklich Bestand haben und die immer wieder befahren werden. Und die lassen sich mal nicht so eben umwandeln wieder in Trampelpfade. Also ja, das ist so einfach gesagt, hey, dann ersetze doch einfach diesen Glaubenssatz in was Neuen. Du hast es so schön vorher gesagt, vier Dinge, ne, vier Aussagen oder 1:4, sage ich mal. Ja, in diesem Verhältnis positiv, ja. Genau, ne, also das ist schon wirklich Arbeit, wenn man dann etwas tun möchte. Also wir sehen, es hat wirklich eine wahnsinnige Kraft. Und was es für eine Auswirkung hat, diese Aussagen. Und es hat natürlich, ist ja total logisch, dass es gravierende Aussagen oder Auswirkungen hat auf unsere Beziehungen. Ja. Die sind nicht immer günstig. Also es gibt ja auch günstige Auswirkungen, die nehmen wir so selbstverständlich hin. Aber diese ungünstigen Beziehungen, dann entsteht der Streit und der Zoff und diese ganzen, na, Zahnpastatube und Co. Ja, und einfach erkennst du es auch daran, dass zum Beispiel die Situation ist vielleicht gar nicht mal so krass, aber dein Gefühl, wie du dich abgelehnt fühlst oder wie du dich ungeliebt fühlst, das ist ja so stark. Ja? Und die Enttäuschung sitzt so tief drin. Und das ist halt dann diese kindliche Emotion, die sich damit verknüpft hat. Und das auseinander zu dividieren, ist halt wirklich schwer. Einmal das zu erkennen, ist schwer. Man erkennt es eigentlich daran, dass es einfach viel zu tief geht. Also bei mir zum Beispiel war das so, ich habe diesen Satz gehabt, ich werde nicht geliebt, also mich liebt keiner, ja, von Kindheit irgendwie an. Das ist bei mir so angekommen. Und ich hatte wirklich einen Mann, der mich liebt. Und ich habe immer gedacht, der liebt mich nicht, ja. Und dann gingen manche Sachen, die er gemacht hat, einfach viel zu tief bei mir. Und ich musste überhaupt erstmal übersetzen, was ich da so mache und musste mir da erstmal auf so eine Metaebene kommen, überhaupt mich zu beobachten und die Größe oder das Erwachsensein zu haben und zu sagen, hey, du bist daran gar nicht schuld. Das ist ja mein Satz, der mich daran hindert, mich von dir lieben zu lassen, ne? Ja. Und das merkst du halt auch daran, wenn dir die Freude abhanden kommt oder wenn du dich so allein und verloren fühlst in der Beziehung oder wenn eben, wie gesagt, so Trauer dich überschwemmt und man das Gefühl hat, das nicht steuern zu können. Ja? Dass es einfach so ein Eigenleben führt, diese Erwartungshaltungen. Und die sind auch sehr hartnäckig und die führen ein Eigenleben. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, ich kann jeder, der jetzt auch hier gerade zuhört, wenn man ehrlich zu sich ist. Aber wie kann ich jetzt, sage ich mal, vorsichtig formuliert, richtig damit umgehen? Also jetzt ist uns das klar, wir haben das Problem entlarvt, aber ja, was mache ich jetzt damit?
Also es geht auch um Verständnis eigentlich, dass man sich selber ein Stück Verständnis entgegenbringt, dass man überhaupt auf diese kindliche Ebene geht, mit sich jemanden auch vielleicht zu Hilfe nimmt, vielleicht auch mal ein Seminar besucht. Gibt ja auch dieses Seminar zum inneren Kind, also wo man sowas auch aufspüren kann und auch mal wirklich, wie soll ich sagen, diese schweren Schmerzen oder so mal loskriegt, ja, und diese schweren Schmerzen auch betrauern kann, die ja auch total irgendwie da sind, ja. Und man kann einfach nicht so zur Tagesordnung übergehen, ja, ich bin jetzt einfach mal der positive Mensch, der jetzt alles gut findet und toll findet und keine negativen Erwartungen hat. Das glaubt, dass da würde man sich selbst betrügen. Und wie gesagt, also es hilft einfach auch, neue Ziele für sich zu entwickeln. Also wo will ich hin? Ja, wo möchte ich hin? Woran würde ich erkennen, dass sich was verändert hat bei mir? Wenn ich wirklich mich sicher fühle oder wenn ich mich nicht mehr so allein fühle, dann hat sich da was verändert, ja? Und wenn ich es zulassen kann, dass der andere wirklich so das ehrlich meint mit mir. Ja, und was natürlich toll ist auch, was ich immer bewundere, gerade jetzt war ja Karneval, die kölschen Grundgesetze, ja? Es kütt, wie es kütt und es ist noch immer alles gut, ja? Das sind ja so, sag ich mal, auch aussagekräftige Sätze. Es kommt, wie es kommt. Und man muss mit der Situation, egal ob sie einem gefällt oder nicht, gut umgehen und dann gute Schlüsse aus der Situation ziehen und sich was Neues vornehmen. Also das ist einfach mal was ausprobieren oder überhaupt darauf zu vertrauen, dem Prozess zu vertrauen, dass es doch irgendwie was Gutes bei rauskommt. Ein bisschen auszuhalten, dass man jetzt vielleicht auch einen Bauchschmerz hat, aber dann zu sagen, hey, das war jetzt ein kindlicher Bauchschmerz und jetzt, es ist noch immer alles gut gegangen und 70% der negativen Erwartungen treffen eh nicht ein. Ja, das stimmt. Das hat man noch gar nicht erwähnt. Ja, genau. Das heißt, Nicht vorher schon rumbibbern und so quasi in dieses Erwachsenensein reinzukommen, heißt eigentlich auch, dieses überdimensional empfindliche und schmerzvolle ablegt und sich ein bisschen mehr dem Leben stellen lernt. Aber es ist ein Prozess. Es bleibt und ist ein Prozess. Und gerade bei Paaren, die landen ja immer auf der Kinderebene irgendwann und sehen sich dann als Kriegsgegner und weil ja jeder auch auf seiner Art Recht hat, aber in dem Moment, wo ich negative Erwartungen habe, unterstelle ich dem anderen auch negative Dinge und das ist halt einfach schlecht. Das ist einfach ungünstig, sage ich jetzt mal. Da hast du jetzt schon echt. Macht man trotzdem immer wieder. Das stimmt. Da hast du jetzt wirklich auch so Sätze gesagt, also das bringt einen ganz, ganz schön zum Nachdenken. Mir kommt gerade auch so der Gedanke, Geschwisterkonstellation ist nochmal ein echt ein anderes Thema, aber die spielen ja auch ganz stark mit rein, welche Erwartungen da eine Rolle spielen, wenn, und mit meinem jetzigen Partner oder Partnerin. Also, ich bin dem nicht vollkommen ausgeliefert, sondern ich hab die Möglichkeit, etwas zu verändern daran. Und diese Verantwortung, die muss jeder Einzelne für sich wirklich erkennen, wahrnehmen und dann in die Puschen kommen und etwas verändern. Und ich glaube, wir sind da alle im gleichen Boot. Also wir müssen das irgendwie alle auf dem Schirm haben. Das ist nicht einer, der kann das einfach total gut. Der kann es vielleicht in einem Bereich, aber in einem anderen Bereich kann das wieder gar nicht. Und deswegen sind wir auch aufeinander angewiesen, uns praktisch zu ermutigen, positives Motive unterstellen und uns sich gegenseitig zu verstehen, dass es auch berechtigt ist, mal abzurutschen. Ich habe, du sagtest davon mit diesen Glaubenssätzen, also was man auf jeden Fall schnell umsetzen kann, was heißt schnell in Anführungszeichen, ist ja, dass wenn man etwas entlarvt hat, also so ein Glaubenssatz zum Beispiel, ich hab den auch gehabt, dieses, du bist nie gut genug, ja. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele. Es ist irgendwie so ein Kollektiv. Und dass man den auch ersetzen kann, dass man bewusst sich andere Sätze auch zusprechen kann. Und ich habe auf meinem Rechner, weil ich in letzter Zeit hier wirklich sehr viel am Rechner arbeite und den jeden Tag sehe und immer, wenn ich meinen Laptop aufklappe, dann sehe ich eigentlich
meinen Rechner. Warte mal, ich musste eben gerade, wir sitzen ja hier gerade am Rechner und ich muss das hier alles mal ein bisschen kleiner machen, was ich hier habe. Und da steht nämlich ein schöner neuer Glaubenssatz und der heißt, ich bin immer genug und nie zu viel. Ich bin Aber immer genug und nie zu viel. Den ja, fand ich dann, total cool. ich fände es eben auch cool, wenn du schreibst, ich bin mir immer genug und mir nie zu viel. Ja. Denn wenn du es Genau. bei dir zulassen kannst, dann ist es auch leichter für die anderen dann. Ja, Ne? das stimmt. Darüber hat man jetzt, oder ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, ne? Ich enttäusche mich ja auch selber. Also ich bin mir ja als erstes mein Nächster. Wie gehe ich mit mir um? Die Beziehung zu mir. Und das hatten wir schon ein bisschen angedeutet, ne? Mit meinem inneren Kind bin ich mit dem eben in Beziehung. Genau. Conny, wir haben jetzt echt, das Thema ist noch lange nicht durchdrungen, aber wir haben es wirklich schon mal so ein bisschen da reingeschaut. Ein wirklich sehr spannendes, tiefgehendes Thema. Das lässt sich auf jeden Fall fortsetzen und es lohnt sich, da dran zu bleiben, darüber nachzudenken. Vielen, vielen Dank. Ja. Schaut gerne in die Shownotes. Da haben wir noch ein paar Tipps und Tricks verlinkt. Auch Seminarempfehlungen, inneres Kind, was Conny ja auch online durchführt und was es auch in Präsenz gibt, ne? Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für deine Gedanken, für den Austausch. Und genau, Danke dir. bis zum nächsten Thema, Conny. Aui, mach's gut. Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de. Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.